Hallo liebe Erdlinge, hallo liebe noch Nicht-Veganer. Ich stelle folgende Hypothese in den Raum. Entweder wir werden alle vegan oder wir sterben aus. Diese Behauptung möchte ich im Folgenden durch logische Schlussfolgerungen beweisen. Fangen wir mal groß an. Ich nehme an, wir wollen nicht aussterben, egal wann. Egal, ob wir den Untergang der menschlichen Zivilisation persönlich miterleben müssen oder ob unsere Kinder, Enkelkinder oder die nachfolgenden Generationen davon betroffen sind, das oberste Ziel ist, das Aussterben zu verhindern. Es gibt keinen Planet B, also keine Ausweichmöglichkeit, wo die menschliche Spezies überleben kann. Es ist ausgeschlossen, dass wir als Spezies rechtzeitig auf einem anderen Planeten umziehen. Selbst wenn die schlimmsten Vorhersagen eintreffen, ist es auf der Erde immer noch gemütlicher als auf dem nächstbesten Planeten, den wir kennen, dem Mars, denn da gibt es ja noch nicht mal Luft zum Atmen. Es ist ausgeschlossen, all unsere Klima- und Umweltprobleme durch eine technische Erfindung zu lösen. Es ist völlig utopisch anzunehmen, wir könnten prinzipiell weitermachen wie bisher und binnen kürzester Zeit technische Lösungen erfinden, serienreif bekommen und weltweit installieren, um effektiv den Klimawandel und den Zusammenbruch des Ökosystems auf Erden zu verhindern. Es müssen also dringend Veränderungen unseres kollektiven Verhaltens stattfinden. Wirtschaft und Politik können nicht den ersten Schritt tun. Die Wirtschaft kann nur anbieten, was auch gekauft wird, sonst erzielt sie keine Profite. Und die Politik kann nur machen, was auch gewählt und gewollt wird, sonst bleibt sie nicht an der Macht. Es ist also unmöglich, dieses System von oben zu verändern. Nur wenn die Endverbraucher konsequent boykottieren, was Klima und Umwelt zerstört, können damit keine Profite mehr gemacht werden und durch die Nachfrage nach besseren Alternativen können neue Märkte entstehen. Veränderte Lobby- und Wählerinteressen ermöglichen es dann auch der Politik, klima- und umweltfreundliche Gesetze zu erlassen. Wir Konsumenten müssen den ersten Schritt tun und uns verändern, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Dazu passt ein Zitat von Mahatma Gandhi. Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen. Ökonomische Aspekte haben grundsätzlich weniger Gewicht als ökologische. Natürlich wird eine konsequente Änderung des Konsumverhaltens Einbrüche im Wirtschaftswachstum und den Untergang ganzer Industriezweige bedeuten, aber egal wie viele Arbeitsplätze verloren gehen, egal wie sehr die Wirtschaft unter einem Systemwandel leidet, der Kollaps des Klimas und unseres Ökosystems kostet grundsätzlich mehr Arbeitsplätze und wird die Wirtschaft komplett vernichten. Ohne diese Veränderung werden die Lebensbedingungen auf der Erde so verändert, dass wir höchstwahrscheinlich aussterben werden. Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir bei einer Erhitzung über 1,5 Grad Celsius seit dem vorindustriellen Durchschnittswert chaotischen und lebensfeindlichen Extrembedingungen ausgeliefert sein werden. Der IPCC, also der Weltklimarat, hat berechnet, wie viel Treibhausgase wir maximal noch emittieren dürfen, um dieses 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens mit einer Wahrscheinlichkeit von 66% einzuhalten. Die Chancen stehen dann also 1:3, dass wir die Grenze trotzdem überschreiten. Aktuell haben wir noch knapp 7 Jahre, bis dieses Carbon Budget verbraucht ist. Angesichts der Tatsache, dass wir heute bereits live beobachten können, wie mittlerweile 9 von insgesamt 15 ausgemachten Kippelementen im Klimasystem beginnen zu kippen, stehen die Chancen höchstwahrscheinlich sehr viel schlechter und ist die verbleibende Zeit höchstwahrscheinlich sehr viel kürzer. Um unser Aussterben zu verhindern, müssen wir also sehr bald mehr CO2 aus der Atmosphäre binden, als wir Treibhausgase emittieren. Bei dem Bestreben, mit den Emissionen auf Netto Null zu kommen, geht es nicht etwa darum, die Treibhausgasemissionen komplett auf Null zu reduzieren, sondern nur, sie auf den Wert zu reduzieren, der auch wieder durch CO2-Senken gebunden werden kann. Die entscheidende Frage ist also, welche Sektoren sich am besten dazu eignen, kurzfristig und effizient Treibhausgase einzusparen und welche Maßnahme gleichzeitig CO2-Senken schützen und neu schaffen kann. Es ist ausgeschlossen, die Emissionen der Sektoren Mobilität und Energie kurzfristig signifikant zu senken. Unsere Gesellschaft ist abhängig von individueller Mobilität und Energieversorgung. Selbst wenn wir von heute auf morgen alle Elektroautos fahren und den idealen ÖPNV haben, muss dafür Energie aufgewendet werden. Keine echte Mobilitätswende ohne Energiewende. Darüber hinaus benötigen wir für den Ausbau der entsprechenden Infrastrukturen Zeit und Ressourcen. Jeff Anhang, Co-Autor der Worldwatch-Studie, wird in dem Buch »Wir sind das Klima« von Jonathan Safran Foer zitiert mit den Worten: »Wahrscheinlich ist es unmöglich, den Klimawandel aufzuhalten, indem man auf fossile Brennstoffe verzichtet.
Nach einer Schätzung der Internationalen Energieagentur würde es mindestens 53 Billionen Dollar kosten und mindestens 20 Jahre dauern, die Infrastruktur für die dafür nötigen erneuerbaren Energien zu schaffen. Und mindestens bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie, wenn wir sofort ungebremst loslegen. Eine profitgesteuerte und sozialverträgliche Energiewende wird definitiv noch länger dauern. Der Konsumsektor und der Ernährungssektor sind daher die unmittelbarsten Stellschrauben für Treibhausgasemissionen. Wir können Treibhausgasemissionen relativ direkt senken, indem wir insgesamt den Konsum reduzieren. Mit kurzer Verzögerung wird die veränderte Nachfrage die Produktion drosseln und so Klima und Umwelt schonen. Und wir können sowohl Treibhausgasemissionen als auch die größten Umweltzerstörungen relativ direkt senken, indem wir einfach verändern, was wir essen. Die veränderte Nachfrage wird eine Transformation der Landwirtschaft von Futtermittel- und Fleischproduktion hin zu pflanzlichen Lebensmitteln für Menschen bewirken und so Klima und Umwelt schonen. Vorrangig sollten Treibhausgase wie Methan und Lachgas vermieden werden. Da natürliche CO2-Senken nur Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden können, stellen sie nur einen Gegenpol zu unseren CO2-Emissionen dar. Daher ist es von elementarer Bedeutung, die anderen Arten von Treibhausgasen zuerst und am stärksten zu reduzieren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Methan und Lachgas ein Vielfaches des globalen Erwärmungspotenzials von CO2 haben. Während Lachgas zwar in relativ geringen Mengen emittiert wird, trägt es aufgrund seines globalen Erwärmungspotenzials von 265 CO2-Äquivalenten immerhin 6% zum gesamten menschengemachten Treibhauseffekt bei. 59% aller Lachgasemissionen werden durch die Landwirtschaft und dort insbesondere die Tierprodukteindustrie verursacht. Methan trägt 16% zum menschengemachten Treibhauseffekt bei, wenn das globale Erwärmungspotenzial von 28 CO2-Äquivalenten auf 100 Jahre angenommen wird, wie es der IPCC bevorzugt. Methan hat jedoch eine Halbwertszeit von 10 Jahren und baut sich dann allmählich zu CO2 ab. In den ersten 10 Jahren hat es ein globales Erwärmungspotenzial von 120 CO2-Äquivalenten. Methan trägt also insbesondere am Anfang um ein Vielfaches mehr zur globalen Erhitzung bei. Da die nächsten 7 Jahre gerade im Hinblick auf das Fallen von Kippelementen entscheidend sind, ist eine Betrachtungsweise auf 100 Jahre meiner Meinung nach fatal. Immerhin 27% der menschengemachten Methanemissionen werden durch die Tierprodukteindustrie verursacht. Bereits bestehende CO2-Senken müssen unbedingt vor der Zerstörung bewahrt werden. CO2-Senken sind die Klimaanlagen des Planeten. Sie zu zerstören, beraubt uns der Fähigkeit, den CO2-Emissionen entgegenzuwirken. Weltweit erfolgten 80% der Urwaldrodungen für Nutztierweiden und Tierfutterplantagen, Tendenz steigend. Der größte Zerstörer von CO2-Senken ist somit ebenfalls die Tierprodukteindustrie. Brandrodungen vernichten im Übrigen nicht nur CO2-Senken, sondern setzen auch all den Kohlenstoff in Form von CO2 wieder frei, den die Urwälder über Jahrhunderte aus der Atmosphäre gebunden haben. Mehr als 11% der menschengemachten CO2-Emissionen stammen aus weltweiten Brandrodungen. Urwälder wie zum Beispiel der Amazonas sind außerdem Kippelemente im Klimasystem. Werden sie über ein gewisses Maß hinaus gerodet, kollabieren sie und verwandeln sich von CO2-Senken zu CO2-Quellen. Im Amazonas wird dieser Kipppunkt bei einer Abholzung von 25% erwartet. Derzeit liegen wir bei einer Abholzung von 17%. Darüber hinaus brauchen wir dringend Flächen für die Schaffung neuer und zusätzlicher CO2-Senken. Da wir unsere Treibhausgasemissionen im Allgemeinen und die aus dem Energie- und Mobilitätssektor im Besonderen nicht so schnell und so stark senken können, ist die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre ein wichtiger Faktor, um Netto-Null-Emissionen erreichen zu können. Eigentlich müssen wir sogar mehr CO2 binden, als wir emittieren, um die bereits aufgebauten Konzentrationen von über 410 Parts per Million auf unter 350 Parts per Million zu senken und somit die globale Erhitzung abzubremsen. Das geht aber nur, wenn wir der Natur riesige Flächen zurückgeben, die wir im Moment noch für andere Zwecke benutzen. Aufgrund der Tatsache, dass bei der Umwandlung von pflanzlichen zu tierischen Kalorien ein Veredelungsverlust von 90% entsteht, wird für die Ernährung mit Tierprodukten eine sehr viel größere Fläche benötigt als für Pflanzenkost.
Die bisher größte Studie der Klima- und Umweltauswirkungen von Lebensmitteln der Oxford University aus dem Jahre 2018 hat ergeben, dass auf 83% der Agrarflächen nur 18% der verzehrten Kalorien in Form von Tierprodukten produziert werden. Und umgekehrt, 82% der verzehrten Kalorien in Form von Pflanzenkost werden auf nur 17% der Agrarflächen produziert. Aus dieser Studie geht ebenfalls hervor, dass wir alle Menschen, auch die 800 Millionen heute Hungernden, mit nur 25% der Agrarflächen gesund und nachhaltig ernähren könnten. 75% aller heutigen Agrarflächen könnten wir also zur Wiederaufforstung an die Natur zurückgeben. Das ist eine Fläche so groß wie der afrikanische Kontinent oder anders gesagt so groß wie die USA, China, die EU und Australien zusammen. Eine Fläche von 30 Millionen Quadratkilometern. Im Nature Sustainability Magazine wurde im September 2020 eine Studie veröffentlicht, welche berücksichtigt, wo und in welchem Umfang eine Aufforstung überhaupt realistisch möglich ist, wenn wir durch ein pflanzenbasiertes Ernährungssystem Agrarflächen freigeben würden. Sie kommt zu dem Schluss, dass dadurch 9 bis 16 Jahre unserer CO2-Emissionen gebunden werden könnten. Das ist ein kostbarer Zeitgewinn für die Energie- und Mobilitätswende. Aber wir haben noch andere Probleme außer der globalen Erhitzung. Das Stockholm Resilience Center hat mit den Planetary Boundaries eine Rangliste von Belastungsgrenzen der Erde zusammengestellt, deren Überschreitung den Kollaps des Ökosystems und folglich unser Aussterben bedeuten. Die globale Erhitzung bzw. der Klimawandel liegen in dieser Rangliste nur auf Platz 4. Viel riskanter für unser Überleben auf der Erde ist erstens das Artensterben, zweitens der Zusammenbruch des Nährstoffkreislaufes und drittens die Landnutzungsänderung. Wir müssen also zusätzlich den Kollaps des Ökosystems aufhalten, um nicht auszusterben. Das Artensterben wird hauptsächlich verursacht durch die immense Wildnisvernichtung und den übermäßigen Pestizideinsatz für Tierprodukte. Auch die Landnutzungsänderung wird gemessen in Wildnisvernichtung zugunsten von Agrarflächen. Und der Nährstoffkreislauf wird im Wesentlichen durch die exzessive Ausbringung von Dünger durcheinandergebracht. Auch hier ist die Tierprodukteindustrie der Hauptverursacher aller großen Risiken. Darüber hinaus trägt die Tierprodukteindustrie übrigens auch wesentlich zu den kleineren ausgemachten Risiken, Versauerung der Ozeane, Trinkwasserverbrauch und Feinstaubbelastung bei. Wir sollten nicht nur prinzipiell das Aussterben verhindern, sondern auch die Zahl der Opfer minimieren. Nicht zuletzt ist die Tierprodukteindustrie die Hauptursache für den Welthunger, die Entstehung von Zoonosen und Pandemien, Antibiotikaresistenzen, Zivilisationskrankheiten, Todeszonen in den Ozeanen und natürlich milliardenfaches unermessliches Tierleid. Dies sind zwar Faktoren, die nicht unbedingt unser Aussterben bedeuten, aber es sind einige der größten Probleme auf diesem Planeten, die Millionen und Abermillionen Opfer fordern. Ohne Ernährungswende ist es unmöglich, unser Aussterben zu verhindern. Am 5.11.2020 wurde eine weitere Studie der Oxford University veröffentlicht, die zu dem Schluss kommt, dass wir allein durch die Emissionen der Tierprodukteindustrie bis zum Jahr 2051 bis 2063 die 1,5-Grad-Marke überschreiten werden. Selbst wenn wir, wie durch ein Wunder, von heute auf morgen sämtliche anderen klimaschädlichen Treibhausgasemissionen beenden könnten. Die Ernährungswende hin zu einem pflanzenbasierten Ernährungssystem ist zwar nicht allein in der Lage, unser Aussterben zu verhindern. Wir brauchen auch die Energie- und Mobilitätswende und auch eine Konsumwende. Aber ohne die Ernährungswende sind alle anderen Bemühungen vergebens. Selbst wenn wir unser Aussterben nicht mehr verhindern können, sollten wir die Tierprodukteindustrie beenden. Jedes bisschen zählt, jeder Bissen zählt. Und je mehr Druck wir vom Klima- und Ökosystem nehmen können, desto mehr Zeit verschaffen wir unseren Kindern, sich den veränderten Lebensbedingungen anzupassen. Und desto größer ist die Chance, dass ein Teil der Menschheit vielleicht doch überlebt. Ganz abgesehen davon schulden wir es den Tieren. Denn nichts in der Welt könnte jemals rechtfertigen, dass wir Milliarden und Abermilliarden von Mitgeschöpfen industriell höchst effizient einsperren, quälen, ausbeuten und töten. Je eher wir mit dem Töten unserer Mitgeschöpfe aufhören, desto größer ist unsere Chance zu überleben. Kehren wir nochmal zurück zur Ausgangshypothese. Entweder wir leben alle vegan oder wir sterben aus. Nach
allen vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Tierprodukteindustrie einer der Hauptgründe für unser bevorstehendes Aussterben. Und diese Industrie kann nur beendet werden, wenn wir sie kollektiv boykottieren. In einer Zukunft, in der die Menschheit überlebt hat, hat die gesamte Weltbevölkerung binnen kürzester Zeit ihre Ernährung auf weitestgehend pflanzliche Basis umgestellt. Und der Zeitpunkt in der Geschichte, wo das passieren muss, ist jetzt. Die Frage ist also nicht, ob du es dir vorstellen kannst, vegan zu werden, sondern ob wir, die Menschheit, vegan werden. Jetzt, alle gemeinsam. Es ist die ultimative Wahl, nur dass wir keinen Präsidenten wählen für die nächsten 4 Jahre, sondern wir wählen zwischen dem sicheren Aussterben und der Chance zu überleben. Was wählst du? Denk mal drüber nach.